Sommerzeit, Ferienzeit. Für die meisten von uns die schönste Zeit im Jahr. Aber es lauern auch Gefahren für unsere Gesundheit neben dem Sonnenbrand auf uns. Ja, es beginnt mit äh, den Zecken im Frühjahr. Das heißt also, wenn die Kinder nach draußen gehen, auf den Fußballplatz, ähm, im Wald Spaziergänge machen, dann muss ich eigentlich schon an Zecken denken. Und da ist es auch ganz wichtig, dass die Eltern dann abends ihre Kinder untersuchen, sich nochmal die Beine anschauen, auch unter der Wäsche nochmal nachschauen, ob sich da nicht doch kleine Zecken festgehaftet haben und dann möglicherweise eben auch ja, schwere Erkrankungen übertragen können. Nun kursieren ja die unterschiedlichsten Ansichten und Meinungen darüber, wo fange ich mir eine Zecke ein? Fallen sie von Bäumen oder kriechen sie wirklich nur im Gras? Also äh, Zecken fallen eigentlich nicht so klassischerweise, wie man sich das vorstellt, immer vom Baum. Das heißt, ich muss nicht immer nach oben schauen, ob eine Zecke äh, herunterfällt, sondern äh, vielmehr ist es so, dass Kinder zum Beispiel beim Spielen auf dem Rasen oder im Gebüsch oder, oder im Wald äh, sich Zecken dann von, von Sträuchern oder irgendwelchen Pflanzen äh, möglicherweise dann einfangen und äh, sich diese Zecken dann eben... Ähm, insbesondere in Hautfalten oder ähm, beispielsweise auch dann hinter dem Ohr oder im Haar verstecken und dann äh, möglicherweise dann ähm, auch zustechen können. So, wenn es dann passiert ist, dass eine Zecke gestochen hat, und es macht ja wohl auch keinen Unterschied, ob es ein Kind ist oder ob es ein Erwachsener ist, was passiert dann? Ja, genau, also es macht äh, letztlich keinen Unterschied. Ähm, Zecken sind sowohl für Kinder als auch für Erwachsene als Krankheitsüberträger gefährlich und können sowohl Erwachsene als auch Kinder zum Beispiel mit FSME-Viren oder auch mit Borrelien, das sind ja Bakterien, infizieren. Und nicht jede Zecke ist ansteckend und nicht jede Zecke ist auch Träger von FSME-Viren oder Borrelien. Also die Chance, sich zum Beispiel mit Borrelien durch einen Zeckenstich zu infizieren liegt bei ca. 1 bis 5 Prozent. So, und wenn es dann passiert ist, auf worauf muss ich achten oder wo merke ich es dann, wenn mich dann doch eine dementsprechende Zecke erwischt hat? Also das äh, Wichtigste ist zunächst einmal, die Zecke zu entfernen. Das heißt, ähm, umso länger die Zecke ähm, am, am Körper ist und umso länger dieser Saugvorgang dauert, ähm, umso höher ist auch die Wahrscheinlichkeit, äh, dass eine Infektion Tatsächlich ähm, stattfindet und Bakterien oder Viren übertragen werden. Das heißt, der erste Schritt wäre es, die Zecke möglichst schnell zu entfernen. Und das äh, sollte man dann doch bei, bei Kindern ähm, möglicherweise mit Hilfe der Eltern und mit Hilfe ähm, zum Beispiel einer Pinzette oder Zeckenzange durchführen und da gilt es, besonders hautnah die Zecke zu entfernen, damit möglichst nicht noch durch Zusammendrücken mit der Zange oder mit der Pinzette des Zeckenkörpers Speichel und damit auch Erreger in das Blut übertragen werden. Das heißt also ganz wichtig ist die ganz hautnahe Entfernung der Zecke und man kann möglicherweise bei diesem Entfernungsvorgang auch ein bisschen drehen, das heißt die Zange drehen, so dass die ja, Werkzeuge der Zecke dann möglicherweise auch leichter entfernt werden können. Also eine Zecke verlässt meinen Körper nicht von alleine wieder. Es kann sein, dass sich die, die Zecke nach einem längeren äh, Saugvorgang ähm, dann auch wieder aus der Haut und vom Körper löst. Dann kann es allerdings schon äh, möglicherweise zu spät sein und es kann sein, dass äh, gegebenenfalls schon Bakterien oder Viren ja, auf den Menschen übertragen wurden. Das heißt, es gilt also, die Zecke möglichst schnell und rasch zu entfernen. Tritt aber doch der Fall ein und man erwischt einen Zeckenbiss, was dann? Ja, da passiert möglicherweise erstmal gar nichts. Das heißt, wenn die Zecke zugestochen hat, kann es durchaus sein, und das ist bei den, in den meisten Fällen so, dass man überhaupt keine äh, Infektionserscheinungen hat. Wenn man sich oder wenn die Zecke ähm, Borrelien übertragen hat, dann kann eines der ersten äh, Zeichen für die Borrelieninfektion die sogenannte Wanderröte, das Erythema migrans sein. Das heißt, hier kommt es zu einer Hauterscheinung, einem rötlichen, ja, meistens kreisrunden Fleck, der sich dann auch ausbreiten kann. Und in der Mitte... Des Fleckes sieht man meistens eine Ablassung. Das heißt also, das sieht aus wie so ein großer runder Fleck mit einer ähm, ja, Blässe in der Mitte, der dann auch äh, im Laufe der Infektion zum Beispiel zunehmen kann. Und das wäre so ein klassisches Zeichen für eine Borrelieninfektion, für ein Frühstadium dieser ähm, Erkrankung, was sich dann aber mit einem Antibiotikum eigentlich sehr gut behandeln lässt. Wir möchten natürlich keine Panik verbreiten, aber es häufen sich die Fälle auch in unserer Region, wo es nicht klimpflich ausgeht. Ja, leider gibt es die auch, äh, sowohl bei den Borrelieninfektionen als auch bei den FSME-Infektionen. Ähm, bei der Borreliose ist es so, dass es auch zu ja, Spätmanifestationen kommen kann, die dann tatsächlich auch das äh, Nervensystem betreffen. Es kann zum Beispiel zu einer Meningitis kommen, also einer Hirnhautentzündung. Es kann zu einer Gelenkentzündung kommen. Das sieht man auch nicht so selten. Das heißt, das Kniegelenk oder zum Beispiel das Ellenbogengelenk kann plötzlich entzündet, geschwollen, überwärmt sein als Folge der Borrelieninfektion. Und dann gibt es auch noch sehr späte Stadien der Infektion, bei der es dann tatsächlich ähm, auch zu einer stärkeren Hautmanifestation kommt, dieser sogenannten Acrodermatitis atrophica. Ähm, und da kommt es dann ähm, tatsächlich auch zu ja, schweren Verläufen. Bei den FSME-Infektionen ist es so, dass es auch hier, wie der Name eigentlich schon sagt, frühsommer meningo auch zu einer Hirnhautentzündung kommen kann und sogar zu einer richtigen Hirnentzündung, die dann auch schwere Folge, Schäden hinterlässt, also tatsächlich Nervenlähmungen, die dann tatsächlich auch für den Patienten dann eine sehr, sehr schwere Krankheitsfolge darstellen. Auch hier im Asklepios Krankenhaus kommen immer öfter Patienten mit einem Zeckenbiss. Also, wir sehen gar nicht so selten äh, den Fall einer Borreliose, auch einer Gelenkentzündung, zum Beispiel bei Kindern. Auch einer Gesichtslähmung, der Facialisparese oder Hirnhautentzündung sehen wir schon äh, bei Kindern. Da haben wir immer wieder Fälle äh, von Borreliose. Und auch ähm, Hirnhautentzündungen durch die FSME-Viren sind ähm, nicht ganz selten. Allerdings gibt es hier ähm, eine Impfung für die FSME, die die meisten Patienten, insbesondere wenn sie in Hochrisikogebiete fahren, ähm, dann doch Gott sei Dank äh, durchführen lassen. Und diese Impfung schützt äh, zu 99 Prozent, wenn sie richtig durchgeführt wurde. Das soll nun aber nicht heißen, die Natur zu meiden. Keinesfalls also äh, wenn ich in die natur gehe, das ist gesund, das empfehlen wir natürlich all unseren patienten, ähm, dann ist es vielleicht schon wichtig, insbesondere in höherem gras äh, die beine oder die unteren extremitäten durch, durch kleidung äh, zu schützen, möglicherweise ähm, auch, auch mit ähm, einem insektenschutzmittel. Äh, äh, aber gegen die borrelien gibt es leider keine impfung ähm, möglicherweise gibt es hier Ent entwicklungen in zukunft aber ähm, aktuell gibt es nur gegen die fsme-infektion eine impfung. Und diese Impfung sollte eben insgesamt dreimal durchgeführt werden. Und die meisten Kinderärzte oder auch Hausärzte sind sehr, sehr gut informiert und führen diese Impfung natürlich durch. Vor dem Urlaub sollten Sie sich informieren, wo die Hochrisikogebiete sind. Und die, ja, die sind gar nicht so weit weg. Die sind gleich vor unserer Haustür, wie zum Beispiel Nordthüringen. Sprich, die Region um Gera und Jena stellt hier schon eine Risikoregion dar. Pi mal Daumen sollte man sich merken, dass der Süden Deutschlands ein Hochrisikogebiet darstellt und man sich vor Zeckenbissen rechtzeitig schützen sollte.